Unser Apartmenthaus am Rande von Simferopol. Unser toller Schlitten. Blick entlang der Straße in Gänsefüßchen. Es ist sehr dörflich, wie man deutlich sieht. Typische Bauweise am Rand. Erinnert ein bisschen an Ungarn. Als Einheimische gelten wir ganz offensichtlich nicht. Das Gleiche. Straßenköter haben mich eindeutig hier als Fremden erkannt. Hinter dem Haus beginnt gleich die Landschaft. Die Steinquader, aus denen die Häuser gebaut werden, werden aus Muschelkalkfelsen geschnitten, die sich vor zig Millionen Jahren als Sedimente in den Urmeeren gebildet haben und bei der Bildung der Gebirge an die Oberfläche kamen. Und hinterm Haus beginnt gleich die Natur. Die Natur ist hier schon viel weiter. Ja. Ja, ja. Das ist ein Duft, den möchte ich auf Dosen ziehen und mitnehmen. Das Dörfliche ist nicht zu übersehen. Kühe laufen zwischen den Grundstücken, auch auf der Straße, relativ frei herum, zumindest wesentlich freier als ihre Artgenossen. Das Milchvieh in den Großställen. Und die schauen intelligent aus. Ich möchte wissen, woher der Ausdruck "du dumme Kuh" kommt. Die schaut doch richtig intelligent und lebendig aus. Das ist das Haus eines griechischstämmigen Bauern, den wir schon am Abend zuvor getroffen haben und mit dem wir uns lange und ausführlich unterhalten haben. Da ist er, da kommt er. Und wir müssen natürlich dann jetzt unbedingt alle seine Besitztümer bewundern. Невозможно. Все надо в доме. Не хочет, да? Не хочет. Die Romantik darf auch sein, bevor wir schlafen gehen. Unser opulentes Mahl? Ja. Unser Frühstück. Im Gartensalon. Kuckuck. Nach der Katze.